So, Freunde, herzlich willkommen zurück bei The Forest, zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und wir beginnen heute mit dem Bauen. Ich freue mich drauf. Ich habe sogar jetzt auch eine ganz spontane Änderung. Ja, ich hatte normalerweise geplant, hier direkt auf der Oberfläche zu bauen. Aber ich werde jetzt erst einmal, ich mache das mal gerade so, so und dann da oben die Dings bauen. Weil ich mir gut vorstellen kann, da hinten eine Terrasse zu bauen, die über dem Wasserfall ist. Und ich glaube, das sieht richtig sexy aus. Wir werden das Ganze so versuchen. Und mal gucken, wie sich das so ergibt. Wie das wird. Dafür fangen wir hier an zu bauen, glaube ich. So hier. So. Ich glaube, das so hier entlang, darüber dann die so die Art Terrasse oder Balkon oder sowas, wie man das nennen mag. Ich glaube, das könnte gut werden. Ja, ich glaube, das könnte was werden. Ja, blöd ist natürlich jetzt, ne? Muss ich gucken, dass der Bums auch gerade ist. Meinst du, das geht so? Hey, danke, Virginia. Wenn wir da jetzt so rübergehen, ich glaube, das könnte was werden. Ja, vielleicht. Also, ich versuche das mal so nah wie möglich hier ranzubauen. So, und dann darüber. Machen wir hier so ein, nachher so eine Tür rein von hier aus. Dann geht man hier so schön auf die Terrasse mit einem richtig geilen Ausblick. Ja. Ich glaube, so wird das. Dafür werden wir ein paar rüberschmeißen, ein paar so gesehen leeren. Und auch, also schon mal verwenden und Dimitri auffordern. Neues zu holen. So? So darüber? Ja. Ja, machen wir so. 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 Oh, damn it. Okay, ist kein wirklicher Unterschied. Ja, was meinst du? Das ist gut. Ja, das ist gut. Ich denke gerade darüber nach, wie wir. Das Ganze geht ja bis hier. Ne, circa so hier. Und dann darüber. Ja, doch, doch, das reicht. Doch, das reicht, das reicht. Das verwenden wir jetzt hier gerade noch. Und dann Dimitri, Kelvin, so. Kelvin auffordern, jedes Mal aufzufüllen. So, folge mir erst einmal. Komm her. Ich möchte, dass du diese immer. Doch, doch, das machst du jetzt. Diese immer Wälder füllen. Dankeschön. Sehr schön, Gavin. Sehr schön.
Ja, wir müssen so wenig jetzt ranhalten, dass wir zumindest. Jetzt ob das. Ja, doch, das gerade. Aber wenigstens scheint die Sonne so ein bisschen. Dann ist das uns nicht arg kalt wird jedes Mal. Eins noch? Ja. So, und dann rüber oder lieber noch. Warte, wir holen mal gerade eins. Wir holen mal gerade eins oder zwei. Ah. Machst du jetzt weiter? Oder machst du dich weiter, wenn ich weit. Ja, doch, ich stand. Letzte Folge stand ich da ganz oben und du hast weitergemacht. Gucken wir mal gerade, wie das aussehen würde. Ich sehe, also es weiß auf weiß ist schon sexy, ne? Ja, geht nicht. Der verbindet nicht. Glaube ich nicht mit dem da hinten. Also mit dem einen Baumstamm. Aber wenn wir hier rüber gehen. Boah, okay, so. Ist auch breit, ne? Wir könnten jetzt zwar eigentlich noch. Das will er gar nicht machen, okay. Vielleicht dann so ein Querdings hier rüber und dann wieder dahin. Aber ich glaube, das ist auch schon breit genug. Ich glaube, das ist auch schon breit genug. Ja, damit werden wir uns jetzt erstmal ein bisschen beschäftigen, zumindest diesen Winter. Ja, diesen Winter und dann vielleicht auch im Sommer, also bald dann wieder das Wasser aufgetaut ist, werden wir mal vielleicht mit der Story anfangen. Weil die Story würde ich auch schon noch gern durchspielen. Das wird auch noch interessant. Aber diesen Winter, solange das Wasser jetzt gefroren ist, werden wir uns damit beschäftigen. Der Eingang ist so da hinten. Da mache ich halt erstmal auch so einen Weg auf dem Wasser und dann so eine Treppe nach oben oder so. Muss ich mal schauen, wie genau ich das mache. Aber so kann ich mir das ungefähr gut vorstellen. Ich habe die Befürchtung, wenn ich dir erstmal so ein paar rüberschmeiße, dass Kelvin die nimmt. Sehr gut. Übrigens, ich habe letztens gesagt, so ja, eventuell lernt das Kelvin ja irgendwann, zwei Baumstämme zu tragen, aber es war ein Update. Es war einfach ein Update, was ich gar nicht mitbekommen habe. Ich werde mich zukünftig auch da besser informieren, damit ich für die, die es vielleicht nicht mitbekommen, auch erfahren werden, was neu gemacht wurde oder was eventuell zukünftig kommen soll. Ja, es wurde mir auch gesagt, dass Kelvin ein Update bekommen hat. Ah, Kelvin. Weitermachen, Kollege. Der sorgt sich einfach nur um uns. Er sorgt sich. Deswegen guckt er zwischendurch. Mal kann ich ja verstehen, ne? Wir brauchen nach Kelvin nicht zu gucken, weil wir wissen, der ist Profi. Bin mal gespannt hier, wenn ich die Umrandung hier habe, ne? Wenn ich hier komplett durch bin, ja? Wir sollten das nicht fertig bekommen.
Mit diesen Querbalken. Ob die Baumstämme trotzdem da in der, sag ich mal, in der Luft über dem Wasser bleiben? Aber ich bin eigentlich guter Dinge, dass das eigentlich reichen sollte. Zumal ein paar Baumstämme kommen jetzt noch dazu, weil Kelvin da noch gut was macht. Die Hälfte haben wir ja schon fast. Das, wie schnell? Wie schnell? Ich habe sogar jetzt dran gedacht, meine Stoppuhr zu machen. Und ganz nebenbei, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe hier auf YouTube, aber ich mache ja jeden Monat, mache ich so eine Monatschallenge bei gewissen Spielen. Und sollte ich diese Challenge nicht schaffen, werde ich halt bestraft, also mit Bestrafung halt. Und im Moment sieht es danach aus. Ich habe noch bis Freitag habe ich Zeit. Na, ihr seht das Video jetzt am Montag, der 24.04. Ui! Ich rede gleich. Ah, was ist denn mit euch kaputt? Wo kommt ihr her? Ich hätte fast auf Kelvin geschossen. Du bist Kelvin, oder? Ja. Und du bist nicht Virginia. Boah, ich habe keine Muni mehr. Oh, dammit, wir müssen da ein bisschen aufpassen. Ein bisschen müssen wir da aufpassen. Danke, dass du mir die wieder wegnimmst. Genau. Im Moment sieht es stark danach aus, dass ich diese Monatschallenge für den April jetzt nicht schaffen werde. Und es wurde, man kann übrigens bei mir auf dem Discord immer entweder Challenges vorschlagen oder halt auch die Bestrafungen vorschlagen. Und die mit den meisten Reaktionen, die Bestrafung nehme ich dann. Im Moment hat die meiste Bestrafung, und das wird auch so bleiben, dass ich am Samstag beim 12-Stunden-Stream, also der 29.04., mein Schienbein mit Kaltwachsstreifen wachsen muss. Das heißt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, wenn ihr das sehen wollt, kommt gerne auf Twitch vorbei. Am Samstag. Genaue Uhrzeit kann ich noch nicht sagen, das wird heute alles geplant, ja. Heute alles besprochen, geplant. Noch mit meinen Mods und so. Aber kommt gerne auf den Discord, wenn ihr genaue Daten haben wollt. Bin mal gespannt. Ich freue mich richtig. Aber jetzt mal zurück bei zu Phasmo. Zu The Forest. Genug Werbung. Ja, Moment. Gut, wir haben jetzt das Nervigste haben wir jetzt an sich hinter uns, ja. Jedes Mal diese weiten Strecken. Jetzt kommen wir nach und nach immer hier rüber und dann wird das Ganze auch ein bisschen schneller. Muss man nur mal kurz gucken, wie weit ich da gehe. Ich glaube, eins noch. Okay, noch eins. Okay, vielleicht noch eins. Mal gucken. Wie weit wir da gehen können.
Ja, eins noch und dann gehen wir rüber. Jetzt gehen wir hier rüber. Sollte passen. Wir sind durstig. Danke. Sind durstig. Uiuiui. Das Öffnen, das ist immer. Kennt man. Wir haben auch Fleisch bei uns. Stimmt ja. Wait a minute, das sollten wir vielleicht mal kurz aufhängen. Oder eins nehmen wir uns. Weil wir haben auch Hunger. Ja gut. Haben wir halt was getrunken. Das ist praktisch hier. Immer jedes Mal ein bisschen was looten. Okay, wir machen das schon super, ne? Bester Mann. Ja. Könnte, sollte passen, reichen. Boah, diese Schubkarre, ne? Diese Baumstammschubkarre, ja, aus The Forest 1. Boah, die wäre jetzt so praktisch. Die wäre jetzt richtig sexy. Die wäre so sexy. Könnte mir nicht so viel Meter sparen. Das Ding ist halt, jetzt weiß ich halt nicht, wie breit gehen wir hier. Deswegen muss ich jetzt weiter da hinten machen. Machen, dies, das hier. Und hoffen, dass es keine Probleme gibt, dass es nachher nicht bündig ist. Aber ich denke, es sollte passen. Wie breit ist es hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Neun. Eins breiter wäre schon sexy, ne? Warte mal. Nimmt er das? Ja. Rein theoretisch würde er das nehmen.
Ja, machen das so. Dann haben wir nämlich 10 bereit. Ah, das. Oh, doch. Oh, Glück gehabt. Ah, Dankeschön. Oh. Das sieht auch. La, geil. Beste Frau. Okay, das habe ich noch nicht. Ich dachte, die bringt nur Pflanzen. Ich glaube, Kelvin ist schon wieder fertig. Und wartet bestimmt jetzt irgendwo irgendwie. Okay, doch. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich da hinten zu breit gebaut habe. Oh, Kelvin. Das war schon gut, die Vorbereitung. Das reicht auf jeden Fall. Das reicht auf jeden Fall. Zur Not können wir auch noch ein bisschen was abhaken. Also von der Zeit auf jeden Fall, solange die Winter ist. Aber da sieht man schon wieder, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Er ist bei 23 Minuten. Und letztendlich haben wir so gut wie nichts geschafft. Also klar, wir haben jetzt die Umrandung, aber ne, da fehlt immer noch der Querbalken. Aber es macht Spaß. Okay, nachher will ich hier so einen Weg auf dem Wasser machen. Hier so einen Weg. Und dann ab hier vielleicht oder irgendwo vielleicht so eine Treppe nach oben für den Eingang. So, ihr kennt ja bestimmt alle so diese Fußballkabinen, beziehungsweise wo man dann unten den Eingang reingeht. Und dann in die Höhle und dann irgendwann in die Kabine. Also so ungefähr stelle ich mir es hier auch so vor. Etwas breiter, dann geht man so rein, so oben Dach. Rechts und links vielleicht die eine oder andere Fackel. Und dann geht man so die Treppe hoch zum Eingang. Das wird sexy. So. Könnte vielleicht sogar schon reichen. Mal gucken. Ja, nee, oder? Nee, 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 nee. Glaub nicht. Glaube, da fehlt ein oder zwei Baumstämme. Oder? Doch, das reicht. Wir sind sogar eins zu weit. Sogar direkt bündig. Oh, ist das nice. Oh, ist das schön. Ja, ihr merkt, es ist groß, es wird groß. Jetzt bin ich auch mal gespannt, wie das wird, wenn das Wasser da wieder frei ist, das Eis schmilzt.
Aber wir sollten damit easy fertig werden. Kannst du mal. Hallo. Kannst du mal. Dankeschön. Meine Fresse. Aber. Das Ganze reicht ja so noch nicht, ne? Wir müssen ja immer noch Reihe für Reihe müssen wir machen. Beziehungsweise ich glaube, ich gehe eher so. So Reihe, da, bis dahin. Das muss ja auch noch gemacht werden. Das heißt, wir werden auch einiges zu tun haben. Ja. So, damit ich auch weiß, was ich jetzt gerade gesagt habe, werde ich das hier schon mal so machen. Ja, so. Dann kann ich nämlich die Bretter so in dieser Länge halbieren und drauflegen. Sieht, glaube ich, ein bisschen besser aus. Ja, das ganze Haus ist längs mit den Boden. Es wird schon gut aussehen, besser aussehen. Oh je, oh je. Hallo? Danke. Ich glaube, es wäre auch sinnvoll, vielleicht ein paar Baumstammlager hierhin zu machen, damit ich jetzt nicht jedes Mal so weit laufen muss. Aber ich glaube, das wäre jetzt wieder. Ich glaube, das wäre wieder zu viel.
Kommen wir überhaupt da hoch, ohne irgendwie noch zusätzlich was zu bauen? Nee. Müssen wir das Provisorium erstmal nachher auch eine Leiter oder eine Treppe hochbauen. So, die Reihe machen wir hier jetzt noch gerade fertig. Da wird es, glaube ich, auch schon dunkel jetzt in nächster Zeit. Ja. Der Anfang ist gemacht. Okay, eigentlich würde ich sagen, wir haben schon einiges geschafft. Doch, ich glaube schon, wir haben schon einiges geschafft. Wird vielleicht noch ein, zwei Folgen dauern, bis wir das alles fertig haben. Und dann oben drauf weitermachen können. Mit dem Boden, sag ich mal. Aber wird zu langsam, würde ich sagen. Ja, Freunde. Wir sind jetzt wieder bei einer halben Stunde angekommen. Ich finde, man sieht einen guten Fortschritt. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt hier Feierabend, ja. Wir hören uns in der nächsten Folge. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du bis hier geblieben bist. Gerne unten in die Kommentare packen, wie es dir im Moment gefällt, wie du den Anfang hier findest. Oder was du anders machen würdest vielleicht. Vielleicht hast du einen Vorschlag oder so. Aber so ein Grundbild habe ich schon im Kopf. Auch wie ich die Inneneinrichtung mache. Das wird ziemlich spannend, würde ich sagen. Und gerne unten Twitch abchecken, Discord abchecken, vorbeikommen. Ich bin von Montag bis Freitag von 16 bis 22 Uhr und Samstag, je nachdem. Unterschiedlich bin ich dann da Samstag. Live. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag, schönen Abend und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.